Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Holzhausen, zusammen mit Guden und Arktik. Jo, Hallo. hallo. Guden, ich bräuchte mal eine Sämaschine. Ja, könntest du mir sagen, wo ein Bankautomat ist? Du kannst doch einfach so öffnen, oder willst du Bei zum der Bankautomat? Endetage Nee, ist ich ein Bankautomat. habe Konsole offen, dann geht das nicht mehr. Okay. Bankautomaten. Beim In. Händler. Genau, da müssen wir dann eher eh hin. Ja, das Ja. ist ja eh logisch, dass man sich die da Soll ich abholt. dir da hinfahren und dann kannst du da rein switchen und dir Oder wir fahren da. da gleich zu zweit eben hin. Genau. Das wäre noch schicker, da muss man nicht Dem so viel Führer. tappen. Wo ist. Brauchen wir denn das. Brauchen wir denn noch ein Frontgewicht? Da haben wir noch ein Frontgewicht. Ja. Am besten Wäre an der es. Stelle auch wieder hinstellen immer. Dann hat man so seine Stelle, wo man weiß, dass die da liegen. Oder halt eben am Schlepper dran lassen, je nachdem. Ja. Und ich sind irgendwie so ein bisschen von Crashs gefährdet. Du kannst da durchfahren durch die Dings. Die ersten paar Zaunelemente sind kollisionsfrei. Okay. Ja. Die ersten zwei in der Breite. Und halt eben die zwei, die da reingehen. Finde ich Dann kann eigentlich ich gar nicht mal so das schlecht. Schneidewerk hier rückwärts einfach reinschieben, ne? Kannst du machen. Genau. Musst du aber nicht. Na, das sollte man schon tun. Man könnte sagen, es ist dir freigestellt, aber im Endeffekt auch nicht. Genau, weil im Endeffekt musst du doch machen eigentlich, ja. Hoppala. Ich Ansonsten renne ich eben während der Aufnahme bei dir vorbei und dann sorge ich dafür, dass du da Habe das einparkst. Stoppschild gerade nicht überfahren. Das musste so. Das war eigentlich ein Das war schon Vorfahrt-Achtungsschild. locker und das musste dann halt, Nee, man nee, nee, musste ich habe die sozusagen darauf Haltelinie aufmerken. überfahren. Wie Achso. diese Geschichte, die es teilweise auf Friedhöfen gab, dass Grabsteine vom Friedhofspersonal umgeschmissen wurden, unter dem Vorwand, das war nicht fest. Nice. Da hatten sie hier in der Gegend irgendwie mal einen Skandal, wo sich viele beschwert haben. Weißt du, so gerade einen neuen Stein gemacht und dann, boah, der Steier leidet aber unter der Modsee-Maschine extrem. Der kriegt Ja, die die hat nicht. ordentlich Gewicht. Die ist viel zu schwer für den Steier. Ich kann nicht mehr lenken, wenn ich Ja. etwas zügiger fahre. Hast du den GPS? Dann mach den GPS-Mod an, damit wird es auch gehen. Also der Bürger fährt damit wohl. Ja, dann würde ich sagen, nimmt Arctic die und ich nehme die klassische. Okay. Ich guck gerade hier mal beim Reifeisen. Also hier ist jetzt erstmal nur ein Abkipptrigger für Schüttgut. So aus, als wenn hier ein Dings wäre, ein Abladehaufen für Stroh. Die schießt einfach weiter, ich komme gar nicht um die Kurven. Ach, guck mal hier. Hier sind so schöne Recyclingbehälter für die Flaschen. Die erinnern einen ja fast an LS11, wo man noch Flaschen sammeln musste. Boah, irgendwie hätte ich ja mal Bock auf LS9. Dafür habe ich die Ballenphysik noch so richtig gefeiert. Was gab's eigentlich da zu sammeln? Auch Flaschen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, doch, waren Flaschen. Bin ja auch mal gespannt, was die sich als Also, nächstes einfallen lassen. der gute Nickels hat hier die Dings aber nicht aktualisiert. Also hier das Schild mit den Marken hat er nicht aktualisiert. Da hat er das alte drin gelassen. Ja, da ist zum Beispiel noch Das kann Schlüter sein. dabei. Oder Und, Gillibert. ja. Oder Weidemann. Halt eben die ganzen guten Marken. Schlüter, Weidemann. Aber Schlüter ist wichtig. Wobei mir der im Spiel nicht so gut gefiel. Der von den Klassikern, der sah gut aus. Ja, Auch der der im aber Spiel hatte einfacher. saumiese Texturen. Und allgemein gefiel mir auch das Modell nicht. Fand ich sah nicht so schön aus. Bin im Shop gefangen. Fehlender Dreipunkt und sowas. Was? Bin im, Was? ich bin im Shop und komme nicht mehr raus. Wie bist du da reingelangt? Keine Ahnung, ich habe nur R gedrückt und wollte da. Probier auch mal R drücken da. Bin im Shop. Und jetzt stehe ich. Bug. Geiler Bug. Du ja, Lümmel. übrigens hier beim Edeka ist ein Geldautomat. Ja, ich weiß. Und hier, oder? Nö. Das ist Direktverkauf für Fahrzeuge. Ich würde euch ja fast empfehlen, mal langsam wieder zurückzukommen, weil sonst sitze ich hier nämlich gleich mit dem Grubber ohne Arbeit. Ach du, wurde doch einiges. Gut, nur auf welchem Feld warst du jetzt zugange? Was meinst du jetzt? Auf welchem Feld du zugange warst hier mit der Citera? Noch auf gar keinen. Ich habe die gerade abgeholt. Vom Hof. Nee. Also wenn ich Obwohl, es jetzt richtig du sehe, würde sagtest ich doch, das sagen wird nicht Feld gehen, du wirst 16 mit dem Ding nicht um Weizen, die ne? Kurven kommen. Meinst du, hä? Ich hatte die hinten am Steier dran. Ja, Und damit und. kam ich auf der Straße schon nicht um die Ecke. Ach so, auf der Straße, okay, ja dann.
Da hat schon gar nicht funktioniert. Also habe ich teilweise eingeschlagen, bin 10 Meter geradeaus gefahren. Oh, die hat aber, der Steyr hat generell da Probleme. Oder das Frontgewicht ist einfach zu leicht. Ja, das sind nur 500 Kilogramm, was du da dran hast, ne? Ja, dann tue ich das weg. Gegebenenfalls mal ein dickeres besorgen. Müsstest du dann halt nur eben kaufen. Ja. Also wieder in die andere Richtung. Na, ich stehe hier eh. Hau ich Okay. einen Tausender dran? Ja, ich habe hier gleich wieder so ein Déjà-vu-Erlebnis, wenn ich Feld 17 mit der Cithera, mit dem Bührer mache. Aber ich frage mich echt warum, also. Nicht, Hattest du weil ihr eigentlich irgendwie noch eine nicht Aufnahme erlebt? versaut habt oder so? Ja, ne, ich habe die ja nicht versaut. Ich habe ja keine Audios gehabt. Ja, doch, meine. Also quasi Ja. nicht versaut. Was soll ich hier drauf rapsen, ne? Ne, doch, ne, doch, ne. Oh, Weizen da kannst du soll. Raps drauf machen, ja? Oder Mach Raps Raps. drauf. Okay, mit den Da mach Raps Tausender ist drauf. es grenzwertig in Ordnung. Auf Feld 16 würde ich sagen, machen wir dann. Da machen wir Weizen Weizen. drauf. Ja, weil da war Raps jetzt drauf. So, hier ist für die obligatorische Kante, wo man nicht rüberkommt. Aber trotzdem hätte man die Parts ja nehmen können. Aber du wolltest ja nochmal neu anfangen, Dennis. Die Gärtnerei ist Unter chillig. anderem mit eben, weil halt auch der Guden mit dabei sein wollte, beziehungsweise Genau. halt eben auch. Und dann haben wir uns, dann machen wir einfach gleich mal Beziehungsweise, weil neu ich dich und gefragt fertig. habe, ob wir nicht statt Bjornholm lieber auf Holzhausen spielen sollen. Wo Und ich ich noch ja nicht sowieso. wusste, ob ihr jetzt aufgenommen habt oder nicht. Und ich übrigens wirklich vorher schon überlegt hatte, dich mit reinzunehmen, dann halt eigentlich nur verspätet sozusagen. War erst die Überlegung, aber da sowieso die Parts nicht die besten waren, halt eben durch die fehlenden Audios von Jan, hab ich mir dann gedacht, dann kann man auch gleich sozusagen nochmal komplett von Anfang an anfangen. Dann haben wir auch alle dieselbe Partnummer und sowas. Ja. Mal gucken, bis wie viel es geht, ne? Ja, auch schwer kann man ja doch schon einiges machen. Und vor allen Dingen muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das hat auch im Moment einige Zuschauer fanden das, glaube ich, auch nicht so cool, dass man einfach so, es war immer so ein Gespringe, gerade auf leicht, da kriegt man einmal Geld und dann ist das durch, so ungefähr. Ja. Wir haben uns ja schon den Eben mal kurz ein 1090 paar im Bäume letzten Part reinschieben. gekauft bei uns. Und die Pronto, die ganz große. Ja, wobei so riesig ist die nun jetzt mal so realistisch gesehen eigentlich auch noch nicht. Die Pronto oder was? Ja, 9 Meter ist jetzt noch nicht so ultra Ja, groß. aber ich sag mal, das ist halt schon das Beste, was du vom Standardspiel aus kaufen kannst. Das ist klar, aber im Vergleich zu 15 Meter von der Kondor im LS13 ist das noch klein. Ja, wobei ich Ja, eine das stimmt Condor schon. irgendwie nicht so geil finde. An sich ist die Pronto schon ein schöneres Modell. Ja, das ist klar, aber trotzdem ist das, aber ist auch von der Pronto her nicht die größte Ausführung. Nee, da gibt es auch eine 15er, glaube ich. Oder eine 14er? 24er. 24er sogar. Auf den Feldern brauchst du aber sowas auch momentan gar nicht, also. Gerade auf der Bjornholm brauchst du es auch nicht. Ja. Auf Hier der auch nicht. Westbridge Hills, ja gut, kann man sich überlegen, aber. Wobei hier Feld 30 ist das, glaube ich, oder Feld 31, das ist ja doch schon nicht ganz klein. Da sitzt du mit 9 Meter schon eine ganze Zeit lang dran. Also mit 3 Meter ist es ziemlich scheiße, kann man fast sagen. Wobei in echt, ganz ehrlich, wenn du so einen Schlag hast, dann arbeitest du wahrscheinlich auch noch mit 3 Meter Maschinen. Ja, das ist klar. Genau, nur das ist aber, also ich persönlich finde schon einen Aber da Unterschied. Was soll arbeitet ich man halt. säen? Weizen. Auf Feld 16 am besten einfach eben Weizen drauf. Okay. Aber das ist nun mal so, in echt arbeitet man auch für sein Geld und hier halt für den Spaß. Erstens das und zweitens, was ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe, wenn ich mich auf den Träger setze und in echt fahre, habe ich länger Spaß daran, als wenn ich das hier mache. Also da habe ich kein Problem mit 3 Meter Equipment 3 Tage durchzufahren, so ungefähr. So ungefähr, also sprich, setz dich morgens drauf und gehst morgens wieder runter. Habe ich kein Problem damit. Da ist halt einfach irgendwie ein bisschen was anderes, finde ich, als im Spiel. Bei manchen vielleicht nicht, aber bei mir ist es zumindest so. Ich könnte das nicht so lange. Ja, das ist aber eigentlich bei allem so, ne? Was man selber macht. Also jetzt ist natürlich im Spiel ist es auch irgendwo selber machen, aber halt noch nicht so richtig, ne? Ja, Das macht dann da immer muss mehr man sie. Spaß. Da penne ich bald sozusagen davor ein hier und in echt, ja gut, da kannst du nicht einpennen oder kannst du schon, aber wäre nicht so von Mitbringen. Vorteil. Nicht so schlau, meinst du? Genau. Genau, dann bist du nachher irgendwo beim Nachbarn auf dem Acker. Andererseits musst du so sehen, spätestens wenn irgendwo eine Straße ist, dann wirst du wohl vom Teer gebremst. Ah, das stimmt wohl. Wenn der Grubber dann da reinschlägt oder sowas. Top. So macht man das. Oh. Und wenn die Presse schon da ist, dann hast du noch ein bisschen länger geschlafen. Genau. Vor Dann allem, wenn warst du du gerade am ohnmächtig Grubbern wegen warst. zu viel Buttermilch.
Genau. Vor allem, wenn du gerade am Grubbern warst und die Presse schon wieder kommt. Ja. Dann hast du lange geschlafen. Welch Wortwitz, welch Wortwitz. Dann bist du ein gutes halbes Jahr weiter. Ja. So. Und die müssen das Driften unbedingt noch minimieren, sag ich mal. Ja, ich glaube, die haben es einfach so übertrieben, damit sie sagen können, hey, wir haben was am Fahrverhalten getan. Wir haben was geschafft. Wir haben einen Erfolg erzielt. Könnten sie es trotzdem runterpatchen. Ja. Ja. Erfolg wieder weg. Oder man könnte es einstellen, wer darauf steht, kann es ja gerne weiter behalten. Ja. Mhm. Ja, ab und zu halt mal, wenn man dann Haftung die Pickup fährt, ne? Im Menü einstellen. Haftung. Ja, wobei die Haftung bei einigen Fahrzeugen ist natürlich schon extrem, weil ich meine, allein, also auf dem Feld, das hat jetzt weniger mit der Haftung zu tun, als irgendwie, dass das da hinten irgendwie ein bisschen quer zieht. Ja. Wobei, das ist eigentlich nur bei den 3-Meter-Maschinen, finde ich, problematisch. Ja, wenn du später 200 PS und eine vernünftige Sämaschine oder so hast, dann fährt sich das eigentlich ziemlich geil. Das stimmt wohl. Ja, aber das mit der 3-Meter-Maschine ist nicht so schön. Was? Haben wir eigentlich schon Motor Mission Equipment, also wenigstens einen Wagen, also den angehängten? Nee. Ja, wir haben Ladewagen. Gut. Da kannst du dann deinen Stroh vom Feld reinmischen. Oder auch dein Gras vom Feld kannst du auch reinmischen. Und das kannst du dann da reinmischen in das. Bei der Kuhweide. Ja, merke ich auch. Und, aber ich glaube, wir wollen hier mit Pöttinger Max arbeiten, oder? Weil es gibt ja noch keinen schönen kleinen Hexer. Ja, würde ich fast sagen, ne? Oh. Mal so ein bisschen den. Und wäre natürlich geil, wenn es einen Schlepper gäbe mit Rückfahreinrichtung. Hätte schon was. Vielleicht ja. Kommt ja irgendwann der 5000er raus, so ein MB3D Modeling. Oder vielleicht ja. Nehmen. Wobei, hat. Ansonsten schnappen wir uns einfach den New Holland und häckseln damit fertig. Aber meinst du mit einem häckseln? Was hat denn der für eine Arbeitsweite? 2 Meter, ne? Ja. Da bist du natürlich schon bei einem Feld gut dabei, ne? Ja, aber das haben wir schon mehrmals ausgetestet, das geht ganz gut. Ja. Ist eigentlich in Ordnung. Ja. Hast ja auch noch relativ viel Ertrag. Ansonsten würde ich sagen, machen können wir auch einfach für die Biogasanlage oder auch für die Kühe, je nachdem, einfach Grassilage machen. Fertig. Natürlich auch. Das Equipment haben wir dafür. Wir müssen auch nicht mal wenden. Die sind oben bei Feld 1 ist eine Wiese, ne? Ah, du hast ja so viele Wiesen, kann ich dir aussuchen. Hinter 24 wäre eine große. Ist aber eigentlich gerade ein richtig schöner Morgen. Du hast zum Beispiel unterhalb von 19 hast du eine Wiese, über 35 hast du eine Wiese, hinter 4, also links von 24 ist auch eine Wiese, links von 21 über 11, ja, rechts und daneben über 3. Ist eine, über 3 ist eine große Wiese. Ansonsten hast du, ich weiß nicht genau, wie das mit dem Zeug hier um die Map drumherum ist, da kann sein, dass da auch Wiese ist, da war ich mir nicht mehr ganz sicher, ich meine, irgendwann war da jedenfalls bei der alten. Und was hast du sonst noch Wiese? Ja, ob man so außerhalb der Map unbedingt Gras mähen muss. Muss nicht, ne. Aber da könntest du halt ordentlich Meters machen, ne? Ja, finde ich aber eigentlich nicht so schön. Ne, ist auch nicht so schick. Nur würde halt theoretisch gesehen funktionieren. Ja. Ich weiß, ich habe mal auf der alten Holzhausen, habe ich mal die Wiese oben bei der 1 habe ich mal gemacht. Das war auch ein ganz schöner Akt. Aber halt nicht mit Butterfly-Kombi, sondern nur mit dem Nova-Cut oder was das ist. Mit dem seitlichen? Ja, nur mit dem Seitenausleger. Mhm. Ja, das sind Meter. Ja. Oh, mein Handy hat sich gerade auch mal eben verabschiedet. Auch gut. Also sind wir jetzt rein auf ein Timing gefragt, Dun? Warte mal, wir haben jetzt, glaube ich, gerade die 4. Folge, ne? Genau, Dennis ist wieder am Anmoderieren. Ja, dann haben wir heute in einem Monat Weihnachten, so Pi mal Daumen. In etwa. Und dann heißt das heute in einer Woche und in einem Monat und einer Woche sehen wir uns alle. Ja. Hoffentlich, müssen ja. Müssen wir noch planen, Mensch. Ja. Mensch. Meinst du denn, genau, das klappt bei dir oder müssen wir das verlegen? Ich muss das nochmal finalisieren mit meinen Eltern. Ich hoffe mal, das klappt bei mir. Weil bei mir klappt, wir können halt nur nicht alleine in den Keller, weil da meine Eltern halt nur sind. Wissen, wie das bei mir sieht es sogar genauso aus. Ich dachte eigentlich, meine Eltern wären woanders, aber dieses Jahr ist bei uns. Ist ja auch schon ewig her, dass sie nicht mehr bei uns waren. Also das rotiert immer zwischen den, weiß ich nicht, 5 Leuten oder so. Ja,
Ja, ich muss mal gucken, muss man halt auch gucken, wie es dann ist mit euch bei mir bleiben, was man da noch die nächsten Tage so veranstaltet, gegebenenfalls, wenn ihr noch ein paar Tage bleibt oder so. Ja, ich hätte Ja, mir muss man gedacht, dass man gucken. dann am Tag, also am 1.1. dann irgendwie abends oder so, halt nachdem man etwas, sagen wir mal, den Alkohol entronnen ist. Die warme Milch, wenn ich bitten darf. Genau, Dennis trinkt ja nur warme Milch. Ach Und ja. stilles Wasser. Aber das auch nur nach 15 Minuten und 30 Sekunden, oder? Ja, das Ja. sowieso. Deswegen würde ich auch sagen, dann trinken wir mal unsere 15 Minuten und 30 Sekunden aus und sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.